Bier halt. Hallo, servus, willkommen. Hallo. Ich bin der Roland. Ich bin der Ben. Und heute machen wir wieder ein Unboxing-Video. Ja. Und zwar von einem ganz speziellen Gerät, kann man sagen. Für mich interessant, für ihn wird es vielleicht noch interessant. Wir probieren den Bison Biersonicator. Er schaut skeptisch. Lass mal sich überraschen. Da steht oben, Biergenuss wie frisch gezapft. Feinster Schaum für weiches Mundgefühl. Mundgefühl. Verbesserter Geschmack ist immer gut. Und passt auf alle Bierflaschen. Der Trick von diesem Gerät ist, dass man das auf deine Bierflasche raufschraubt. Und man erhält angeblich die Qualität des Bieres wie von einem frisch gezapften Fass. Ja. Na gut, schauen wir es uns einmal an. Ich habe einmal den Biersonicator, dann natürlich ein Bierglas und ein Bier. Ein Stiegel. Ein Stiegel, ein Salzburger Bier. Ich trinke es halt einfach so gern. Aber in Maßen. So, machen wir es einmal auf, das Ganze. Ja? Schauen wir uns dieses tolle Gerät einmal an. Boah, darf ich die Folie abziehen? Nein, die Folie lassen wir da wieder nach oben, bitte. Das Gerät, okay, besteht aus zwei Teilen. Wie man hier sieht, keine Ahnung, was Oberteil und Unterteil das ist. Das ist das Oberteil. Na, schauen wir mal. Okay. Ah, warte mal, hier ist, glaube ich, ein Batteriefach. Wenn es wahr ist, sieht man das gut. Yes. Okay. Beschreibung ist jetzt keine dabei. Aber es steht, glaube ich, auf der Rückseite beschrieben. Ich lese einmal vor. Der Bierson Biersonicator bringt den Biergenuss einer Zapfanlage als handlichen Flaschenaufsatz nach Hause und erzeugt durch Schallwellen, einzigartig feinporigen Schaum und Geschmack wie frisch vom Fass. Ultraschalltechnologie, magnetische Verbindung und eingebauter Flaschenöffner. Ja, das ist gut, eingebauter Flaschenöffner ist gut. Gehen wir mal durch. Aufbau und Reinigung. Vor der ersten Benutzung 2 Stück AAA 1,5 Volt Batterien in das Batteriefach des Oberteils einlegen. Ich habe hier AAA-Batterien, ganz zufällig. So, die legen wir mal ein. Wenn es doch bloß so einfach wäre. Kleiner Insider. Wie hat der Film geheißen? Ich habe den nicht gesehen. Wenn es doch bloß so einfach wäre. Ich glaube, das war Heil Cäsar mit George Clooney. Und der Ralph Fiennes, der was den Schauspieler, wurscht, wir schweifen von dem ab. So, jetzt haben wir die Batterien hier eingelegt. Danach das Oberteil über den Ausgießer schieben, 1. Und die Magnetverbindung schließen, 2. Kann jetzt nicht so schwer sein. Das ist praktisch der Ausgießer. Ja, das kommt da drauf. Das genauso kommt hier raus, genauso wie ich es jetzt habe. Das war's? Ja. Okay. Magnete. Vom Gewicht her, was sagst du, ist jetzt nicht so schwer? Hm? Nö. Nö, ist jetzt nicht wirklich schwer. So, und die Magnetverbindung schließen. Ja, die wurde schon geschlossen. Also die Magnetverbindung, das ist Snupfi da. Hm? Das ist der Ausgießer. Hm? Das ist die Magnetverbindung. Aha. Okay. Zur Reinigung einfach die beiden Teile wieder voneinander lösen und das Unterteil unter warmem Wasser abspülen. Das Oberteil darf nicht in Kontakt mit Wasser kommen. Ja, ist klar, das ist der stromführende Teil, das sollte jetzt nicht. Anwendung. Flasche öffnen und den Bison aufstecken. Also Flasche öffnen. Hat damit das gestanden? Er hat einen eingebauten... Da unten. Ah. So. Schön kalt. Mhm. Flasche öffnen.
Oh. Okay, jetzt habe ich schon gehabt, dass da was abgebrochen ist. Na, das hält ja schon aus der Bier. Das muss aushalten. So, wie geht's jetzt weiter? Und den Bison aufstecken. Also aufstecken ist jetzt so. Ja. Nur stecken. Nicht drehen? Ja, steht jetzt runter. Hat er kein Gewinde. Warte, so schief. Stecken. Sagen wir mal stecken. Ja. Bierglas mit etwa drei Viertel mit, was? Bierglas zu etwa drei Vierteln mit möglichst wenig Schaum einschenken. Aber dabei noch gar nichts machen, oder? Nein. Jetzt nur einschenken. Ja. Schau mal. Rotzapft ist. Burschen. Okay, das ist jetzt da noch nicht aktiviert. Das ist jetzt praktisch nur das Bier, was hier fließt durch den Bier-Ionisator. Mit möglichst was? Mit wenig Schaum. Wenig Schaum. Okay. Ich mache schon das perfekte Bier ohne den Ionisator. Schauen wir mal. So, ich mache die Hälfte. Wie geht's dann weiter? Taste on drücken und das Bier mit feinstem Schaum krönen. Drückst du mal die On-Taste? Jetzt leuchtet hier das Bison-Zeichen. Und jetzt praktisch sollte hier guter Schaum rauskommen. Ah! Das sprüht. Ja, das sprüht. Das schaut gut aus, ja? Da kommt jetzt mehr Schaum als Bier. Okay, ja, das ist ja okay. Das war's? Ja, jetzt kannst du wieder ab. Warte, drück mal wieder auf die On-Taste. Ah, es war schon abgesetzt. Jetzt ist eingeschaltet, okay. Da kommt praktisch, wenn man einschaltet, kommt der Schaum. Ich mache jetzt absichtlich mehr Schaum. Hört ihr dieses? Okay, da kommt jetzt praktisch nur der. Und jetzt ist es wieder aus. Jetzt dreht sie sich ab. Und es tropft. Und es tropft. Und es tropft. Und es tropft, ja. Und es tropft. Das steht nicht in der Beschreibung. Ah, es steht dabei, der Bison schaltet sich nach 15 Sekunden automatisch ab. Tipp. Behalte etwas Bier in der Flasche, um bei Bedarf die Schaumkrone zu erneuern. Soll das Einschenken schneller gehen, kann Schritt 2 auch ohne den Bison erfolgen. Also sprich, man kann es auch vorher einschenken, aufsetzen und dann nur mehr schäumen. Das probieren wir dann aus. Jetzt machen wir ein Experiment. So, Mann, er trinkt nicht gerne Bier, ich weiß das. Aber vielleicht machen wir mal einen Schluck Bison Schaumbier. Es wird wahrscheinlich nur Schaum, ich sag's dir. Es wird nur Schaum, ja. Bier halt. Ja, ist okay. Er ist 15, er muss noch nicht Bier lieben. Das passt. Was sagt Vater dazu? Er hat nur Schaum geschmeckt, glaube ich. Es schmeckt schon verdammt gut. Leute, ist das jetzt dann von dem Ionisator? Ihr kennt ja das, wenn ihr ein Bier vom Fass trinkt, also O-Zapft, hat das weniger Kohlensäure, sprich, es ist sehr süffig. Echt? Hat das weniger? Das hat bei weitem weniger Kohlensäure. Ich habe nur Schaum geschmeckt. Und ich mag Schaum bei Getränken überhaupt nicht. So wie bei Eistee oder sowas. Wow. Entschuldigung für das, aber das macht man so beim Bier trinken. Zumindest bei uns in Wien macht man das so. Wo bist du mal bitte? Ne? Was will ich jetzt einfach einschenken oder was? Soll ich mal ein bisschen was einschenken und dann den Schaum in Easings posten? Aber genau, probier jetzt einmal zum Einschenken, aber so, dass man es vielleicht sieht. Genau, jetzt wird normal eingeschenkt. So, das genügt. Und jetzt drückt den Ionisator. Jetzt drücke ich. Wie so ein Zeichen leuchtet wieder. Zischt so. Das sind die Ultraschallwellen. Es tröpft nach. Ja, das, jedes anzapfte Bier tröpft ein bisschen nach.
Prost. Was, es schmeckt Würfel. Es schmeckt schon gut. Es schmeckt zumindest besser, als wenn man ein Bier nur mit der Hand einschenkt. Ich sag, ich hätte es nicht gedacht. Ich habe das eigentlich nur so just for fun, habe ich mir das gekauft. Aber es sieht auch hochwertig aus. Es ist auch wirklich sehr gut. Also sprich, meine Frau wird sicher freuen, weil sie trinkt auch ab und zu gerne ein Bier. Und wenn wir Besuch haben und wir nehmen das, den Bionisator, dann können wir sagen, wir haben fast ein frisch anzapftes Bier. Ja. Fazit zu dem Gerät. Es ist besser, als ich gedacht habe. Muss ich wirklich sagen, ihr habt es vielleicht gesehen. Der Schaum funktioniert sehr gut. Dass der Bioionisator dann ein bisschen nachtropft, das ist ganz normal, okay. Das darf passieren. Biosonicator. Ich finde, es schaut ziemlich hochwertig aus, das Ding. Wenn man jetzt auch die Folie abziehen dürfte. Ja, die lassen wir jetzt dabei nach oben als Schutz. Schmeckt ein bisschen. Ich kenne die Marke Bison bisher ehrlich nicht. Ich habe mir den nur gekauft aufgrund der guten Kundenrezessionen. Und warte, wie macht man das jetzt eigentlich auf wieder? Schauen wir mal. Auseinanderziehen? Ja. Okay. Wo ist der Magnethalter? Ah, da ist der Magnet, genau. Also diesen Oberteil hier sollte man nicht mit Wasser in Berührung bringen, was aber verständlich ist. Ja. Und den hier kann man jetzt unter warmem Wasser, glaube ich, haben sie gesagt. Ja, da rein, schätze ich. Genau. Wie ist die Reinigung? Zur Reinigung einfach die beiden Teile und das lösen und das Unterteil unter warmem Wasser abspülen. Ich glaube, das dürfte kein Problem sein. Und dann wieder gut abtrocknen. Ja. Jetzt ist die Frage, ist es denn den Preis wert? Ich glaube, das Ding kostet jetzt so um die 30 Euro. Das ist eine Menge Kohle, sage ich jetzt einmal. Es muss man für sich selber entscheiden. Ist es ein Wert, dass man ein Bier zu Hause hat, was wirklich sehr gut schmeckt dann? Oder sagt man, nö, um das Geld kann ich schon ein paar mit Bier trinken gehen. Also ich behalte mir den auf jeden Fall. Weil ich freue mich schon auf die Gesichter von den Freunden und Familie, wenn sie zu uns kommen und gehen wir mal so ein Bier zum Trinken. Ich glaube, die machen ganz große Augen. Von mir eine klare Empfehlung. Aber wie gesagt, 30 Euro, da müssen sie noch ein bisschen dran handeln. Aber es ist ja 30 Euro, was sind heute 30 Euro? Das ist ein paar Packung Zigaretten, ich würde schon sagen, einmal tanken gehen, aber heutzutage ein paar Liter Benzin und dann ist auch vorbei. Wie gesagt, das muss man für sich selbst entscheiden. Ich verlinke euch das Produkt auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Schaut euch es einmal an, lest euch die Rezessionen durch. Ich kann es empfehlen, aber 30 Euro ist halt auch nicht gerade zu wenig Geld dafür. Keine Produktplatzierung. Ich mache keine Produktplatzierung, das könnte auch eine andere Marke sein. Also wir werden dafür nicht bezahlt. Nein, wir werden bei Gott dafür nicht bezahlt. Ich muss dafür bezahlen. Ich will euch das nur mal zeigen, wie das funktioniert. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Mir hat das Bier gut geschmeckt. Also wie sagt man jetzt so schön, jetzt haben wir September, im Oktober ist es Oktoberfest. Oh, zapft es. Viertag, servus. Tschüss.